Recht herzlich willkommen zur 65. Folge von Towns. Ja, sind wir drinnen. Letztes Mal haben wir was gemacht, ein bisschen weniger Arbeit verbreitet, weil wir da die ganzen Waffenteile und Rüstungen rausgenommen haben. Ja, und dann haben wir eine schlechte Happiness. Wir haben 14 Leute hier am Start. 17 von... Oh, da kommt ein Händler. Okay. Achso, der muss ja erstmal kommen, bevor da was passieren kann. Alles klar. Dann lassen wir den mal kommen. Was können wir tun? Gute Frage. Wir gucken mal gerade hier rein. Hat man nicht hier irgendwie welche mit Essen beauftragt? Ich glaube, das machen wir mal weg. Job Group, Remove from Group Essen und Remove from Group Essen auch. Jetzt müssten wir alle hier drin haben. Ich glaube, das ist besser. Rüstungstechnisch sind die alle verseucht. Naja. Oh, da kommt gerade das Fahrzeug vom Händler. Gut, dann gucken wir doch mal da rein. Waffen bringt der. Tja, nee, das machen wir nicht. Ich glaube, Händler lassen wir mal Händler sein, oder? Ja, der kann dann gleich wieder fahren. Machen wir einen schneller auch. Wir müssen jetzt, wenn wir da was machen würden, dann würden wir nachher hier unsere Happiness nicht hochkriegen, sondern eher runter und dann werden sie auch noch sterben. Also den Händler, das Einzige, was wir machen könnten... Machen wir mal so 10 Stück, oder? Was hat er denn hier so mit sich? Haben wir auch nichts, was wir jetzt haben wollen, oder? Ist das ein Amboss, ne? Oh, 22.928. Eisen hat er dabei. Tauschen wir das gegen 2 Eisen und fertig. Gut, auf geht's. Das holen die ja hier vorne nur weg, ne? Will ich mal hoffen, ne? Einer trägt schon mal was, das ist doch schon mal gut. 3. Und der bringt was weg, oder wie sehe ich das? Oh, da wird was gemacht. Okay. Guck mal, die haben das Eisen gekriegt und gehen gleich hier und verarbeiten das. Ah, irgendwo ist einer gestorben oder eine. Da. Weiß nicht, müssen wir gucken, ne? Ja, war hier. Verhungert. Schicksal, ne? 4 von 26, super. Wie weit ist das? Oh, noch einmal Dreck. Dann ist das Thema durch. Da kommt er auch schon. Wunderbar, dann kann er auch fahren. Alles gut. Okay. Machen wir den. Ach, das sind ja Helden. Ich wollte schon gerade sagen, Soldaten haben wir ja nicht mehr. Die können wir also nicht konvertieren. Also Essen ist hier genug, da brauchen wir nichts dran gerade machen. Wie sieht es denn mit der Dingens Abwechslung aus? Oh, Äpfel sind nicht, Birnen sind nicht. Nur Brot, das macht eigentlich happy, ne? Dann machen wir doch mal hier so ein paar Ernteaktionen. Aber so viel auch nicht. Weil so viele sind es ja nicht mehr. Das könnte man auch woanders hinstellen, ne? Da kommt schon jemand. Und holt sich schon den ersten Apfel vom Baum. Zweite Person auch. Okay. Ja. Ist auch schon mal schön, dass so viele da sind. 4 Stück oder so, was das hier noch gemacht.
Okay. Es ist keiner da, ne? Oder? Ne. Da kommt wieder jemand, aber hat es aus dem Trog genommen. Jetzt mit der Happiness aus. 13. Tja, kommt keiner mehr, ne? Doch da. Drei Leute. Vier? Fünf? Gut, dann ist das gleich erledigt. Das wird fertig. Da fehlt noch einer dann, oder? Jo. Das hat geklappt. Apfel wurde auch gleich weggelegt. Alles gut. Wo geht der hin? Baumfällen? Ne, dann nochmal ernten. Sieht wohl so aus. So, jetzt ist es technisch gesehen besser mit dem Essen. 7 Äpfel, 22 Birnen, 10 mal Brot. Ja. Was macht die Happiness? 12. Hm. Müsste ein bisschen steigen, ne? Passiert nichts. Wie sieht es unten eigentlich aus? Haben wir noch. Ah, da wird gerade einer runtergebracht zur Beerdigung. Okay. Okay, da sind Steine abgebaut worden. Ah, und hier geht es gerade weiter. Alle flink dran. Also gut. Oh, jetzt sind sie alle da, oder was? Auch nicht verkehrt. Die Aufgabe gleich auch weg. Okay. Da wurde auch jemand beerdigt. Was macht die Happiness jetzt gerade? 7. Okay, wenn man Sarg trägt, ist man sowieso unhappy. Ist klar. Wenn man hier unten sowieso ist, bei so vielen Särgen, ist man wahrscheinlich auch unhappy. War es auch nicht so eine tolle Idee, hier Steine abzubauen, aber irgendwann müssen wir das hier auch größer kriegen, ne? Happiness 7. Da wird wieder jemand beerdigt. Das ist ja auf der anderen Seite auch nicht schlecht. Der holt noch einen Stein. Happiness. 7. Dürf dich. Holt wahrscheinlich noch einen Stein, gehe ich von aus. Kommt wieder ein Händler. Können wir erstmal laufen lassen. Okay. Ein Stein, der kommt nie wieder. Oh, Spiel ist in Pause. Warum? Habe ich denn nicht Start weiter gedrückt? Oder ist er schon am Zielort angekommen? Das könnte natürlich auch sein, wenn er einen kurzen Weg hatte, ne? Ah, der hat einen kurzen Weg. Alles klar. Was bringt er bei uns? Silber, Flint, Eisen. Okay. Machen wir 10 Stück weg. Und Eisen nehmen wir ein. Und Kupfer. Mehr machen wir nicht. Wir können zwar ganz viel Dreck verkaufen, in dem Sinne, aber dann haben wir das gleiche Problem wie letztens, ne? Da sind ganz viele gestorben. Von 44 auf 33 und dann noch weniger. Machen die jetzt hier gerade alle? Ach, Steine holen wahrscheinlich, ne? Ja. Dann gehen die alle hier hinklopfen oder was?
Einer an Tisch, zwei an Tisch. Jetzt sollen wir noch mehr an Tisch holen, das heißt auch mehr Tische da hinstellen, ne? Zum Stein verarbeiten. Macht das mehr Sinn? Sollen wir noch einen hinstellen? Ich glaube ja. Ne, das ist verkehrt. Werkbänke. Da. Machen wir noch einen dritten hin. Happiness ist 13, okay. Aber wir haben nur noch 12. Da ist schon wieder einer gestorben irgendwo. Na super. Und hier sind auch ein paar mehr gekommen. Ja, können wir hier noch eine Stätte hinmachen. Werden bestimmt noch ein paar werden. Okay, jetzt holen sie Steine. Und Mass. Wird auch schon wieder einer runtergetragen. Und was machen sie? Ah, da ist ein Tisch. Der ist fertig. Wunderbar. Da kommen sie und holen schon wieder Steine. Zwei gehen an den Tisch. Drei gehen an den Tisch vielleicht. Ne, zwei nur. Dritte ist schon ein bisschen müde und langsam. Wir hoffen, dass der gleich was essen geht oder schlafen. Und wieder einer mit dem Stein. Das reicht noch nicht. Noch einer. Und der geht jetzt nach unten und holt einen Leichnam. Okay, das macht die Happiness. 7. Schlecht. Der nächste geht nach unten. Und der sollte besser nicht nach unten gehen, sondern ins Bett oder was essen, der da jetzt gerade im Raum gekommen ist. Aber der geht auch nach unten. Wenn der mal nicht gleich auch noch stirbt, ne? Wie sieht's hier aus? Der ist weg und das, was da drin ist, ist auch leer gemacht worden. Hier ist Mehl da, macht sich keiner am Brot raus. Ja, da kommt einer mit dem Sarg. Der hat sich einen Stein wieder geholt. Wo ist der mit dem Sarg? Da. Laufen, der schafft das noch. Schon wieder ein Händler. Also dieses ist eine richtige Händlerfolge. Krass, oder? So, stell den da hin und dann geh mal was schlafen. Ich glaube, jetzt ist gerade der Händler angekommen. Lass aber weiterlaufen. Okay, der isst erst und geht dann schlafen. Auch gut. So. Das nehmen wir mit. So. Das nehmen wir alles mit zur Abwechslung. Kirschen. Obst lasse ich jetzt mal weg, ne? Gekochte Steak ist auch da. Ach, der will nur Essen haben. Nee, dann machen wir das nicht. Dann lass den mal da. Ich dachte, wir können den Dreck für tauschen, aber ist wohl nicht. Alles gut. Steine gibt's noch und Plätze für Leichname sind auch noch da. Kommt schon wieder einer.
Wie sieht's aus mit der Happiness? Ganz unten 4. Aber vielleicht, wenn wir sie gleich beerdigt haben, alle. Ich weiß noch nicht, wann die alle beerdigt sind, ne? Dann könnte es ja weitergehen. Vielleicht geht die Happiness dann auch schneller wieder hoch. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.